Willkommen zurück, Let's Play Minecraft, Folge 7, hier auf meinem Channel Reflex. Hallöchen. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Das ist eine neue Aufnahmesession für mich. Schauen wir mal, was wir hier so treiben. Ich weiß, wir hatten, glaube ich, soweit wie ich mich entsinnen kann, hatten wir, ich meine, ein bisschen Eisenerz auch wieder abgebaut gehabt. Wenn ich es jetzt finde. Oder hatten wir das schon... Nee, Quatsch, wir hatten das, glaube ich. Wir hatten eine Truhe gebaut und hatten schon, vorsichtshalber... Genau, wir haben schon 5 neue. Genau, und ich wollte die ganzen Sachen, die Stickies und das Holz, behalte ich mal. Verrottetes Fleisch, Pilze schmeiße ich gleich weg. Das Sortieren, genau. Wir hatten ja einen Bogen gefunden in der letzten Folge. Ich entsinne mich, da war was gewesen. Stimmt, Tatsache. Da können wir quasi auch auf die Jagd gehen. Boah, wir haben so viel Leder. Lederfetisch. Wer von euch hat eigentlich einen Lederfetisch? Würde mich mal interessieren. Ob da Leute gibt, die Let's Plays schauen, die Lederfetisch haben. Ich meine, jeder sein Ding, ne? Ich meine, ist okay. Ne? Ich meine, der eine mag halt dies, der eine mag halt das. Ich habe da kein Problem mit, ja. Das ist so. Jeder hat halt so seinen Fetisch. Das ist so. Und, ja, Wahnsinn. Es ist kurz vor Silvester, also kurz vor der großen Let's Play Live Show Gala, der Silvester Gala. Und ich freue mich ganz schön drauf, denn ich habe heute ordentlich einkauft. Heute ist übrigens der Montag, ja, also Mittwoch ist Silvester, Montag nehme ich diese Folge auf. Und ey, ich freue mich so ein Ast ab. Das ist unglaublich. So, was tue ich hier? Ich bin ja nur am Blubbeln und... ein wenig am Sortieren. Ich bin so ein bisschen das Fleisch am... Genau, ich werde mir noch... Habe ich noch ein Schwert irgendwo rumfliegen? Nee, ich muss noch mal eben... Ich glaube, ich werde mir noch mal meine, nehmen wir mal die Hälfte. Ich glaube, das reicht. So ein Eisenschwert mal eben basteln. Yeah, geil, cool. Boah. Weil das geht ja auch schon beinahe kaputt. Das ist ja auch kurz vorm Kaputtgehen. 2 Eisen... Dann werden wir nämlich ein wenig auf Pilgertour gehen und ein wenig... Ah, genau, wir haben den Turm gebaut und so. Noch eben schauen, was unser Fleisch macht. Das ist fertig, das ist super. Dann machen wir noch das andere Fleisch rein. Dann schmeiße ich währenddessen nämlich das Verrottete schon mal weg. Das brauche ich nicht, das schmeiße ich einfach ins Wasser. Juhu, so. Ich weiß gar nicht, falls ihr wisst, wofür verrottetes Fleisch gut ist, dann sagt mir das ruhig, weil ich weiß das nicht. Ihr wisst ja, seit der ersten Folge total der Minecraft-Noob. So, machen wir noch ein bisschen Kohle rein. Achso, den Pilz wollte ich auch wegwerfen, seht ihr? Schon einmal dabei bin. So. Ja, wie gesagt, über Vorschläge bin ich immer wieder bereit. Also wenn ihr da Interesse habt, jetzt irgendwie, was wir machen sollen dann demnächst. Also ich plane ja immer noch, dass wir uns ein Haus bauen sollten. Kennt ihr das, wenn man sich so juckt und man die Stelle nicht findet? Das ist total eklig, ist das. Das ist unglaublich. So. Das sieht gut aus. So, da warten wir noch eben, bis das Fleisch fertig ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich los. Und dann haben wir nämlich genug zu essen auch parat. So, wir haben 2 Schwerter haben wir sogar. Sehe ich gerade. Dann kann ich eins nochmal weglegen. So. Und mir ist aufgefallen, dass... das fällt mir jetzt erst auf. Und zwar, ich habe die Soundeinstellung wieder auf 50... Habe ich schon auf 50 gedreht. Ich mache nochmal so auf 45... Weil das Spiel ist doch unheimlich laut an einigen Stellen. Also ist mir auch beim Bearbeiten der Videos aufgefallen. Das ist unglaublich. Ach, ich lasse die Kohle einfach mal im Ofen. So, dann würde ich sagen, wird's Nacht. Na, lassen wir mal so. Wir haben uns ja extra die Fackeln hingebaut, damit wir wissen, wo wir lang müssen. So, schauen wir mal. Vielleicht werde ich auch das mal im Livestream zeigen. So, Überlebensmodus quasi. So, dann gehen wir jetzt hier auf Pilgertour. So, ich will mal überlegen, ob ich meine eigene Musik so ein bisschen mehr jetzt gleich anmache. Weil so für mich alleine nur mit den... Nanu? Ach da. Weil so für mich alleine so ein bisschen so ohne Sound ist ein bisschen doof. Aber egal. Nur für euch mache ich das. Ja. So. Ich hatte auch gesagt, dass wir mal so in die Richtung der Wüste gehen. Wegen, weil ich bin auf der Suche auch nach dem Dorf, nach den Ureinwohnern, nach diesen... Ha, ha, ha. Ja, ja, sie machen sowas. Im Übrigen seht ihr wahrscheinlich auch schon, ich bin total anders erleuchtet. Ja, ich habe mir so ein bisschen eine Lampe hingestellt, damit es nicht so ganz so dunkel ist.
damit ihr mich auch voll seht. So. Hallo Pferdchen. Wie funktioniert das denn mit den Pferden? Kann man denen was geben? Fleisch? Hallo. Ich bin so alleine. Ich bin ganz alleine. Ich bin so alleine. Oh. Ich bin manchmal alleine. Oh. Entschuldigung. Ja, guck mal, wie der aussieht. Der rasiert sich ja noch nicht mal. Ja, der muss ja dann. Der muss ja so. Oh, oh, Pferdchen ganz lieb. Ich gebe doch ein Stückchen Fleisch. Oh, Pferdchen. Puh, stinkt das. Puh. Na, dreh dich nicht um. Sei ein liebes Pferdchen. Liebes Pferdchen. Oh, so. Kommen wir wieder zum. Mein Gott. Kommen wir wieder zum Thema, so. Also, na, nun, wo ist Fleisch hingetan, also in der Hand. Ja, wenn wir mal ein bisschen gucken, durch den Turm ist ja so eine gute Sache, dass wir ja die Möglichkeit haben, immer wieder nach Hause zu finden, oder ich zumindest, weil ich ja sowieso die Orientierung gleich null habe. Das wisst ihr, das kennt ihr. So, dann müssen wir mal gucken. Ich plane gerade so ein bisschen nach gar nichts, weil ich gerade, was ist denn da oben? Schwebt da ein Block? Schwebt da gerade ein Block, sehe ich das richtig? Das ist, glaube ich, ein Block, der da schwebt, ne, oder? Ist das? Zwei sogar. Schwebende Blöcke, nein, in Minecraft, gibt's doch gar nicht. Unglaublich sowas, meine Güte. So, gucken wir mal. Und was ist da oben? Ist das ein Kamin? Oder was ist das? Na, da wohnt bestimmt der Weihnachtsmann. Der hat bestimmt gerade, der hat jetzt Jahresurlaub. Der hat, sicher hat er jetzt Jahresurlaub. Was ist denn das? Wer baut denn sowas? Na toll, hat sich die Welt ja super generiert. Da hinten sehe ich was in der Ferne. Ich hoffe, ihr seht das auch. Ach so, und übrigens. Entschuldigung. So, ich musste mich kurz muten, weil das geht gar nicht. Frosch im Hals bekommen. Und zwar ist mir auch aufgefallen, es ist dunkel. Ich weiß gar nicht, hatte ich das jetzt schon? Ich glaube, ich hatte es schon höher gedreht. Ich mache nochmal so um 3 höher. Denn es ist doch für YouTube, also wenn man selber spielt, ist es hell. Aber dann heißt es noch lange nicht, dass es für YouTube noch auch hell ist. Und wir werden jetzt mal so da hinten runtergehen. So ein bisschen hier erforschen. Ein bisschen hier gucken. Hallo, ich bin so alleine. Das sieht wirklich so aus, ob da ein Dorf wäre. Das wäre ja echt super. Das wäre echt klasse. Man kann ja auch einen Garten pflanzen und sowas alles. Dazu muss man dann auch Wasser haben und dann so anbauen. Kann man ja auch so Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen, Mama. Jo. Guten Tag, meine lieben Freunde. Ich bin's. Der Ewald und ich stelle euch heute noch eine neue Kochsendung vor mit... Was ist denn das? Wo ne, die ist das der Maya-Tempel? Aua! Ah! Du scheiß Kaktus! Hallo Kaktus! Hallo! Mein Sohn, berühre nicht diesen Kaktus! Flapp! Ich bin so gerade so ein bisschen verwirrt, was das ist. Ich werde mal... Mein Gott, ich komme mir gerade vor wie Indiana Jones. Toll. Jetzt habe ich natürlich keine Fackel mit. Ich werde mir mal eben hier so eine Werkbank hinknallen. Ich hab's ja. Ich kann es ja eben machen. Kann das sein, dass ich die Texturen... Ach nee, Quatsch, ist ja die Natur. Naturtextur. Mhm. Du doof, Mann, Reflex. Naturtextur hast du doch gemacht. Ach, wir brauchen ja auch Kohle dafür, ne? Mhm. Traue ich mich jetzt da unten rein, ohne
ohne eine Lampe. Was war das? Au! Was ist das? Ist das Wolle? Wie geil ist das denn mal bitte? Und das schon in der siebten Folge sind wir, glaube ich, schon jetzt. Alter, in der siebten Folge so ein Erlebnis. Oh mein Gott, ich feiere das gerade voll. Also es ist richtig geil. Huch. Okay, da geht's wahrscheinlich in den Tempel. Das ist blaue Wolle. Und das ist wahrscheinlich orangene Wolle. Das sieht so aus, wenn wir die wegnehmen. Dass da kein Fußboden existiert, oder? Kann das sein? Ist das hiermit besser? Nee, Moment. Womit macht man das denn? Doch, ich hab mir das schon. Nee, warte mal. Nee, no. So. Ich mach das jetzt einfach mal hiermit. Ist mir egal. Weil ich muss erstmal gleich nach oben wieder. Nein, da fällt die Scheiße einfach nach unten. So eine Kackerbauch. Das Problem wird gleich sein, wenn gleich Nacht wird. Und es ist schon, glaube ich, Nacht. Es wird Nacht und dann stehen wir nämlich gleich da. Ich komme vor wie Indiana Jones. Entschuldigung. Wie kommen wir überhaupt wieder nach oben? Okay, machen wir das anders. Ja, liebe Mayas, ich muss euch einfach mal den Tempel jetzt hier zerstören. Ist mir egal. Weil ich muss erstmal nach oben, erstmal wieder nach Hause. Obwohl die Zombies, die erwischen uns hier nicht. Glaube ich zumindest. Zumindest höre ich keinen. Nein. Alter, ist ja mal richtig cool. Ihr seid wahrscheinlich auch total gespannt drauf, was da unten so gibt. Und ich auch. Ich werde mir erstmal hier so eine Treppe bauen. Lalalala. So, ein bisschen mit Wolle. Wolle, na. Wolle, 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 Wolle. So. Bleib sowohl hier, Stein. So. Machen wir nochmal hier so eine schöne Treppe hin. So. Na. Oh, oh. Oh, oh. Wir kriegen Besuch. Doch, da ist er. Wo kommt der denn her? Wo kam der denn her? Boah, der soll weggehen. Geh weg, 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 geh weg. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Traut er sich nicht mehr, wa? Okay, bevor das... Uah, wo kommen die alle her auf einmal? Ich sollte mal lieber schleunigst hier verschwinden und mal... wo war der... Oh, fuck, wo war der Turm? Mist, ich sehe den Turm nachts nicht. Scheiße. Aber wir sind von da gekommen. Das weiß ich. Das weiß ich noch. So, jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir haben ein wenig Hunger, aber das sollte uns nicht dran hindern, unser Zuhause wieder zu finden. La. War unser Turm nicht da gewesen? Unser Turm von Babel? Sorry Leute, ich habe mich schon wieder verlaufen. Wir werden unsere Wohnung nie wieder finden. Oh Gott. Ich muss irgendwie erstmal hier auf so ein... Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf. Geh weg. Nee, Moment. Genau, wir sind doch von hier sind wir gekommen. Dahinter müssen wir hin. Ja. Ich entsinne mich. Ja, wir sind hier rüber geschwommen. Stimmt, da war was. Ja. Ja. Und dann müssen wir einfach da hinten runter. Nachher, das kriegen wir hin. Da bin ich fest von überzeugt. Ich möchte noch einmal kurz schlafen gehen, damit wir jetzt nicht hier die ganzen Idioten auf den Pelz rücken. Nö, kein Interesse. Tschüss. Die sind sowieso Vorwerkverkäufer. Ja, sowieso ätzende...
Warum leuchtet das denn hier so komisch? Ach, hier ist Lava. Wo bin ich denn hier? Ich dachte, ich wäre richtig gelaufen. Ah, da ist das mit dem, genau, stimmt. Da waren die Blöcke am Schweben. Das heißt, ich sehe unseren verdammten Turm nicht. Jetzt wollte ich schon ein böses Schimpfwort sagen, aber das spare ich mir jetzt einfach mal. Ah, ich sehe unseren Turm. Ich glaube, ich sehe... Na, renn doch. Ach, der kann nicht rennen, weil er Hunger hat. Ja, dann hauen wir uns mal so ein Beef Jerky einfach mal zwischen die Kiemen. So. Ich glaube, ich sehe unseren Turm in der Ferne. Sind wir echt schon so weit gelaufen? Tatsache, gibt's doch gar nicht. Stimmt. Ist doch schon ein ganz schönes Stück, hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Aber welche, was eine aufregende Folge, jetzt mal ganz ehrlich. Gibt's doch gar nicht. Da werden wir schön den Maya-Tempel, wenn wir erstmal besuchen gehen. Gleich, wenn es Tag ist, wieder. Lalalala. Na. Aua, aua, ich hänge. Aua. Nee, nee, kein Interesse an Pfeil und Bogen. Lal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 a. So. Wie ulkig das aussieht. Hilfe! Hilfe! Mir stecken Pfeile im Auge. Pfeil im Auge. Was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. So, jetzt mal ganz ehrlich. Also wer die Bude nicht findet, dann weiß ich auch nicht. So. Vielleicht unterwegs noch ein Stück Schweinefleisch irgendwie zermahlen, zerhacken. Dann müssen wir mal gucken. So. Meine Güte. Aufregung pur in Folge 6. Ist doch, glaube ich, 6, ne? Oder 7 sogar schon. Ich vergesse das mal wieder. Bevor ich jetzt schlafen gehe und die mir die Tür eintreten, werde ich eben hier ein bisschen die ganzen Steinchen und alles so ein bisschen wieder Weizensamen. Da können wir mal was anbauen, wenn wir wollen. Später mal. So, das Fleisch können wir auf den Grill gleich nochmal hauen. Die Wolle, die wir gefunden haben, ist auch interessant. Ich glaube, da kommt jemand. Ich höre ihn schon. Ja, war so klar. War so klar. Brenn, brenn, du Sau! Ich bin im Mieterschutz! Geh weg! Und dann noch zwei. Wollt ihr mich verarschen? Mami! 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 Warum brennen die nicht, die Säcke? Ach, weil die schon wahrscheinlich im Schatten stehen, ne? Ach komm, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist so unfair. Ich grab mich einfach hier weiter. Ich grab mich einfach hier weiter rein. Ihr könnt mir gar nichts, die Affen. Ihr könnt mir gar nichts, die Affen. Sag mal, jetzt habe ich aber nicht die Schnauze. Jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Uah, was mache ich denn? Die sterben. Die sterben. So. Oh mein Gott, ätzend, wie die doch sind. Wie ätzend die manchmal sind, das gibt's gar nicht. Voll nervig. Huch, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte keinen Stein dahin bauen. Ich wollte nochmal ein Steak in eine Pfanne kloppen. So. Und den Stein werde ich nochmal eben hier... Die Steine werde ich nochmal eben rein... Na, hier oben reinpacken. So. Und... Ja, das lasse ich mal. Es ist mein Keller. Da geht es irgendwann mal zu meinem Keller. Ja, und Haus bauen, wie gesagt, müssen wir auch noch irgendwann mal wieder. Das ist ganz wichtig. So. Das Fleisch werde ich mal in die Hand nehmen. Oder beziehungsweise unten in die Schnellauswahl. Immer Tür schließen, nicht vergessen. Ganz wichtig. Und jetzt natürlich ab zum Maya. Zu den Maya, zum Maya-Tempel. Lal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 a. Oh.
So, also eigentlich braucht man es nur daran halten, ab in den... Hallo. Ab in den Sandbereich. Und von da aus immer... Bock, 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 bock. Und von da aus dann immer Richtung Dschungel kann uns eigentlich nichts passieren. Lalalalala, wenn der Weg nicht mal so weit wäre. Oh, da gibt's Kohle. Damit kann ich mir Fackeln bauen. Das ist gut. Das nehme ich noch unterwegs mit. Kohle, 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 Kohle. So. Lal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 a. Wenn die Kohle hier schon rumliegt, also dann nehme ich Kohle mit. Kohle kann man immer gut gebrauchen. Hallo, wie viel Kohle liegt denn hier rum? Gibt's doch gar nicht sowas. Noch mehr Kohle? Ne, ich glaube, das war's. Sehr schön, geil. Müssen wir gleich nochmal eine Werkbank. Ach, jetzt habe ich kein Holz. Jetzt habe ich das Holz abgelegt, ne? Hm, ich bin aber auch ein Held manchmal. Na, egal, haben wir Kohle gesammelt. Ist ja Wurst. Kann mal so ein Stück Fleisch essen. So. Aber was wir machen könnten. Geht das? Huch. Ich werde einfach hier so eine Brücke hinbauen. Yeah. Juhu. Na toll. Hat nicht ganz gereicht, egal. So. Dam, 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 dam. Ich glaube, das war da hinter dem Berg, ne? Hinter dem Berg mit den schwebenden Blöcken. Wo wir dann. Den Maya-Kalender, wollte ich jetzt gerade schon sagen, den Maya-Tempel finden. Oh, warum läuft der denn jetzt nicht? Ah, jetzt. Ich komme! Aber dass wir noch kein Dorf gefunden haben, naja, egal. Auf jeden Fall haben wir was unglaublich. Ich bin immer noch total fasziniert. Ich bin immer noch voll am Feiern, ey. Auf diesen Maya-Tempel da. Oder was auch immer das sein mag. Ich weiß ja nicht, wer da wohnt. Bestimmt der Weihnachtsmann. Nein! Unglaublich, aber wahr. Hä? Achso, jetzt gehen wir... Achso, ja, okay. Wir sind ja bei den fliegenden Blöcken letztes Mal runtergegangen. Stimmt ja, ich entsinne mich. Ich entsinne mich! So, 2, 3... 2, 1, Risiko! Darkwing Duck, oh! Würde mich mal interessieren, wer von euch das alles geguckt hat früher. Ich habe gerne Darkwing Duck geguckt. War sehr, sehr geil, die Sendung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Von den so eine Kindersendung gibt's. Was ist das denn? Okay, das hebe ich mir mal für später auf diesen Bereich. Schwebender Block, interessant. Memo an mich, Moment. Ich schreibe mir das jetzt mal auf. Da, Moment. Memo. Schwebender Block. Block. Sand. Interessant. Ausrufezeichen. So habe ich mir aufgeschrieben. Ne? So, dann habe ich das. Dann vergesse ich das nicht. So, warte mal. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was uns da da drin erwartet. La 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 la. Boah, geil. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich wie ein Schnitzel. Und da geht's ja auch noch runter. Da müssen wir ja auch noch. Da müssen wir auch noch gucken. Aber da ist zu dunkel. Das Problem werden wir wahrscheinlich hier auch haben. Erstmal hier runterkommen. Ich werde mir erstmal ein paar Steine hier abbauen. Moment, just a moment. Blub, 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 blub. Ich mache hier die ganze Pyramide von den Mayas kaputt. Ich glaube, die verhauen mich gleich, wenn die wiederkommen. Wenn die in den 5 Millionen Jahren wiederkommen, dann verhauen die mich. Dann graben die mich aus und sagen, ey, was hat der denn gemacht mit unserer Pyramide, der Affe? und dann werde ich sagen können, ja, ihr wart nicht da. Ich brauchte die Steine. So, huch. So, jetzt werde ich mal gucken, dass ich hier einfach mich hier einfach so runtergrabe. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich denke schon. Landen. Hier sind Kisten. Wow, was, 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 wo? Nein! Das war eine scheiß Wichsfalle.
Nein! Nein! Du scheiß Kackspiel! Du scheiß Kackspiel! Oh, Kacke, jetzt müssen wir uns da ganz, ganz schnell beeilen, da runterzukommen. Oh nein, du scheiß Kackspiel! Oh Gott, komm, komm! Oh! Nein! Du scheiß Kackspiel! Oh, das glaube ich ja jetzt nicht. Das war eine dreckige Falle, war das gewesen. Nein, ich habe mich schon gewundert. Fuck. Shit. Normalerweise hätten wir sofort wieder... Aber wie soll man denn da wieder rauskommen dann? Scheiße. Fuck. Da ärgere ich mich jetzt drüber. Vor allem waren wir ja auch so gut ausgerüstet alles wieder. Oh, Mann. Shit. Bin gestorben. Und ob wir unsere Sachen da wieder herbekommen... Ich weiß gar nicht, es gab eine Option. Ich weiß nicht, ob ich die angemacht habe vorm Let's Play, bevor ich auch die Session gestartet habe mit, beziehungsweise bevor ich das Game hier, die Welt kreiert habe, ob ich das aktiviert habe, dass wenn ich sterbe, die Sachen wohl länger da bleiben oder generell bleiben und nicht verschwinden. Es wäre jetzt peinlich, wenn ich da runterrenne und auf einmal ist da nichts mehr. Vor allem, wir haben auch so viel Kohle gesammelt wieder. Ich mag nicht mehr. Ich mag das Spiel nicht mehr. Jetzt schon nicht. Nein, ich spiele das nur wegen dir. Ja, wegen dir. Mhm. Mann, renn da, du Esel. Oh, ey, ist da eine TNT-Falle? Das glaube ich ja nicht. Ach, du Scheiße. Seht ihr, und das hätte man als Minecraft-Profi hätte man das gewusst. Ja? Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Heide Witzka, Heckapi. Mein Gott, geh da einfach auf, du Scheiß. Castaway-Typ. Geh sterben! Mann, ehrlich, ey. Lässt sich von so einem scheiß Dynamiten-Sound. Oh, das ist noch so ewig weit weg. Aua! Muss ich mal eben was essen? So. So. Lalalalalalala. Hallo? Meine Güte, ey. Scheiße da, ey. Mann. Glaube ich ja jetzt nicht. Ich hoffe, die Sachen sind noch da. Und jetzt wird auch noch dunkel. Ich sehe es. Oh Gott. Die Sachen sind mit Sicherheit weg. 100% sind die Sachen weg. Und die Kissen sind ja eh weg. Die sind ja zerstört worden durchs Dynamit. Oh, das gibt's doch gar nicht. Scheißspiel. Du Scheißspiel. Blub. Die waren bestimmt sauer, weil ich denen ihr Tempel zerstört habe. 100%. Ja, natürlich. Aber meine Punkte liegen da unten noch. Natürlich sind die Kisten weg. Klar, warum nicht? Hallo. Boah, aua. Toll. Ich hätte gerne mal gewusst, was in den Kisten drin gewesen ist. Super. Mann, ey. Blub, 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 blub. Das Problem ist, ich werde hier so sterben, glaube ich, gleich. Und die Sachen sind natürlich weg, ist klar. Wow. Krass. Ich würde gerne eine Fackel anmachen, aber ich habe kein Holz. Das ist das große Problem, was ich habe. Ich würde so gerne diese Höhle weiter entdecken, aber ich habe kein Holz. Und ich muss mir jetzt erstmal irgendwie eine Treppe bauen, damit ich nach oben wieder komme. Oh, Gottes Willen. Mann, ey, so eine Scheiße. So eine Scheiße aber auch, ja. Scheiß Kackspiel. So. Na, scheiß Kackspiel. Ja, kannst ruhig hören. Scheiß Spiel. So. Mann, ey. Kacke da. Scheiß Kackespiel. So. Scheiß Kackespiel. Liebe Entwickler, scheiß Kackespiel. So. Sag ich mir auch noch so, boah, wie soll ich denn jetzt? Wisst ihr was, ich grab mich einfach nach oben. Fällt mir bestimmt irgendwie so ein Sandblock auf den Kopf gleich, ich sehe es schon. Oder meine Spitzhacke geht vorher noch kaputt. Ich wusste es, ich wusste es. Geh sterben, du Scheiß-Sandblock. Du auch.
So, meine Güte. Und ihr guckt mich nicht so an. So, da weiß ich auf jeden Fall, dass da schon mal... Was? Wo? Wer? Warum? Wieso? Weshalb? Uah! Geh sterben. Geh doch sterben. Mann. So. Ja, das heißt für mich, oder für uns, beziehungsweise werden wir... wo war der Ausgang? Hallo? Da ist die Treppe. Werden wir in einer weiteren Folge, ich würde das mal hier zumachen und die Treppe hier ein bisschen breiter bauen, damit ich da nicht mal irgendwie mal runter... wo kommst du denn her? Dass wir da nicht immer runterfallen. So. Die auch ein bisschen breiter machen. Sehr schön. Dann können wir nämlich da ganz gemütlich auch die Treppe rauf. Wo kommst du denn her? Diese Geräusche, die mal machen, ist voll ulkig. So, zack und zack. So, da haben wir eine schöne Treppe. Dann weiß ich, ah, da geht's runter. Hier. Da wollen wir da keine großartigen Gedanken machen. Ne? Genau, so, zack. Machen wir noch hier so ein Blöckchen hin. Und dann geht's hier runter. Wunderbar. So, dann werden wir nämlich da in einer weiteren Folge dann, der Enderman. Oh, der Enderman, der Enderman, der Enderman. Der Slenderman ist da. Und wir müssen auch noch in die Richtung. Scheiße, fuck. Da steht er. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Du siehst mich nicht. So, Geronimo. Denn dann werde ich jetzt nur noch nach Hause. Hallo. Kommt auch. Nur noch nach Hause laufen. Die Beine in die Hand. Oh, da hinten steht er jetzt. Oh. Nur noch nach Hause laufen. Die Beine in die Hand nehmen, nach Hause laufen und dann schlafen gehen. Noch was essen. Und dann geht's fröhlich weiter. In der weiteren Folge. Lalalala. Da ist schon wieder so ein Scheiß-Skelett ist da schon wieder unterwegs. So. Alle hopp, 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 hopp. So. Was war das? War das der Enderman? Oh, geh weg, du Creeper. Mann. Uah. Ich habe keine großartige Lust, gegen die irgendwie zu kämpfen, weil ich weiß, dass... Uah. Ich kann nicht rennen, scheiße. Fuck. Weil ich habe gesehen, da unten, auch in der Höhle, wo wir dann sein werden, da ist so viel auch an Eisenerz und sonstigen Gedöns. Das ist der Hammer. Das können wir echt gut gebrauchen, auch wieder. Mann, rennen. Wollte ich gerade sagen, renn einfach. Renn um dein Leben. Es gibt keinen Morgen mehr. Geh weg. Geh weg. Geh weg. 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 Ich sehe unsere Wohnung. Ja. Unsere erste beschauliche Hütte. So. Dum, 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 dum. So. Jetzt nirgendwo runterfallen, keinen Fehler machen, um nach Hause zu kommen. So, noch eben entspanntes Bad genommen. Man muss ja, bevor man ins Bett geht, muss man ja noch kurz duschen. Oder baden gehen, soll man ja. Halli hopp. Uah! Oh, war das knapp. Hallo. Oh. Da ist noch ein Ferkelchen. Das Ferkelchen werde ich, glaube ich, noch mitnehmen. Na, mein Schweinchen? Hallo. So. Puh, Wahnsinn. Welch eine aufregende Folge. Unglaublich, aber wahr. So, wir haben jede Menge Zeugs wieder eingesammelt. Sand, Kies. Und wieder noch ein paar neue Steine für unser neues Haus vom Maya-Tempel.
Wir haben wieder rohes Fleisch, wir haben Eisenerz wieder gesammelt. Erde werde ich, glaube ich, demnächst mal irgendwie vernichten. Wir brauchen mal nicht so viel, brauchen wir auf der Erde auch nicht. Also von der Erde auf der Erde brauchen wir nicht viel. So. Darf noch mal auch jede Menge. 60 schon. Kohle. Da kommt schon wieder jemand. Ja. Ich kann mich nicht ausruhen. Monster sind in der Nähe. Willst du mich verarschen? So. Gute Nacht.